Ja, moin Leute, ich bin hier heute mit Dirk Richtering bei Hermann Scherer in Hamburg unterwegs. Hermann spricht hier heute über Positionierung, wie man sich als Experte ja sichtbarer macht und einfach ja, interessanter gemacht. Richtig. Wir sind gespannt, was der Tag so gibt hier im Grand Elysée in Hamburg. Wir kennen die ein oder andere Veranstaltung vom Hermann Scherer schon und ich denke mal, Dennis, da wirst du deinen Spaß haben, ja. Und man kann immer eine Menge mitnehmen. Ich bin sowieso immer für alles offen, weißt du? Einfach mal hingehen und gucken, was passiert. Also, scheißegal. Man kann eigentlich fast überall irgendwas mitnehmen. Genau. Und wenn es einem gar nicht gefällt, sind wir noch in einer wunderbaren Stadt und können dann immer noch an die Alster gehen. Das können wir machen. Okay, gut. Mich wundert, wie viele Leute hier sind. Ich habe noch nie von Hermann Scherer gehört. Ich habe mir die letzten Tage mal so ein paar Sachen auf YouTube angeguckt. Also, schon interessante Vorträge, die er so gibt. Er scheint wohl so der Trainer für Speaker zu sein. Also, wenn du auf der Bühne stehen möchtest, um Leuten was zu erzählen, wenn du besser reden möchtest vor vielen Menschen oder auch einfach im 1:1 Gespräch, dann ist Hermann Scherer für dich interessant. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal hier nach dieser Geschichte auch darüber sprechen, was ich so mitgenommen habe jetzt von diesem Event hier. Es ist gleich 11 Uhr, dann geht's los. Es soll heute gehen bis 18 Uhr. Ja, bin gespannt. Also, echt viele Leute da. Wir sind hier im Grand Elysée Hotel in Hamburg. Und gleich geht's los. Gleich gehen die Türen auf, habe ich gehört. Gucken wir mal. Mini-Croissants für 3 Euro machen wir hier Pause am Auto. Die sind auch schweineteuer, ne? Ja. Was hast du mit den Croissants für 3 Euro und was gab es noch? Mehr habe ich gar nicht geschaut. Heftig. Und ich glaube, für ein Wasser wollen die 4 Euro haben. Okay. War nicht schlecht, ey. Und? Glutenfrei ist da oben bestimmt nichts. Heißt, du kannst sowieso nichts. Wenn du darauf achtest. Ja, natürlich. Da sowieso. Klar. Aber da lernt man sowieso, wenn man so isst, dass du dir eigentlich immer irgendwie was mitnimmst. Ja. Weil es ist immer noch so, dass du eigentlich nirgendwo da Rücksicht drauf genommen wird. Außer das heißt, du bestellst extra. Du kannst mit Sicherheit in diesem Hotel glutenfrei bestellen. Du kannst hier bestimmt glutenfrei Früchte kriegen, wenn du vorher was sagst. Richtig, du musst es vorher mit Sicherheit anmelden. So sieht es in Wien überall aus. Ich finde, Wien ist eine total geile Stadt. Ich war schon öfter in Wien. Wien ist so die einzige Berufsstadt, wo ich mir vorstellen könnte zu leben. Das ist so, ich weiß nicht, ich finde andere Berufsstätten, die sind so überfüllt und eng. Aber Wien hat so schöne breite Plätze und das ist überall. Das ist schwierig zu beschreiben. Warst du schon mal in Wien? Nein. Nein? Aber hin. Ich kann das gleiche halt von Hamburg sagen, wenn du weißt, wohin, findest du diese Orte und Stellen. Natürlich mit den ganzen Alleen auch überall in Hamburg. Ne? Der Franke sagt so schön, wer leistet und will, muss Sinn bieten. Die meisten Firmen stellen sich die Frage, wie können sie Sinn entwickeln? Und sehr schlecht mit keine Ahnung. Oder Leitsätze, wunderbares Thema. Fast jedes Unternehmen hat Leitsätze. Die werden entwickelt, wahnsinnig teuer, 30.000 Euro. Und dann weiß keiner, was sie damit anfangen sollen. Und dann hängen die zwischen Herrn- und Damen-Toilette und man stellt sich die Frage, wie kommen die ins Leben? Eine riesengroße Versicherung ruft mich an, sagt, Scherer, können Sie einen Vortrag über unsere Leitsätze halten? Und mein erster Satz, gedanklich, war natürlich, nein, ich kenne doch deren Leitsätze nicht. Aber ich habe mir angewöhnt, am Telefon immer ja zu sagen. Und ich sage, jo, schicken Sie mal zu. So Dirk, was waren deine Learnings, deine Top-Ideen, die du aus dem heutigen Vortragstag mitgenommen hast? Am besten gefallen hat mir natürlich wieder der Gesamtablauf.
Und herausgenommen habe ich mir für mich persönlich, dass man gerade in der Positionierung erst einmal anfangen muss und diese dann immer weiter ausbauen muss. Dass man nicht wartet, bis man perfekt ist in der Positionierung, sondern dass man sich etwas aussucht, beginnt und immer weiter dran arbeitet. Done is better than perfect. Richtig. Dieser typische Spruch, ja? Ja. Ja. Noch irgendwas, was du mitgenommen hast, wo du sagst, so, das hat mich richtig beeindruckt? Also was mir persönlich gefällt, sind natürlich, wie der Hermann Scherer als Speaker dort vorne das macht, immer auf die Minute genau und natürlich auch immer gleich mit allen Inhalten, die so perfekt vorbereitet sind, die er auch aus meiner Sicht am besten im Moment überbringt. Okay. Also was ich super interessant fand, war mal zu sehen, wie so ein Hermann Scherer so ein Event macht überhaupt. Also vieles, was er da erzählt, das wusste ich schon. Ist natürlich immer gut, sich das nochmal einzuprägen und nochmal drüber nachzudenken. Speziell so Sachen wie, das muss nicht perfekt sein, was er machte, das Beispiel. Richtig. Die Musik, wenn ein Orchester spielt und die machen eine Probe, muss jede Note passen. Und wenn ich mir zum Beispiel bei Facebook den Werbeanzeigenmanager anschaue, das Ding ist noch nicht mal zu 10% fertig und die verdienen damit Millionen. Richtig. Ja? Und hätten die gewartet, bis das Ding komplett perfekt ist, hätten die noch keinen Cent verdient. Vor allen Dingen hätten sie noch gar nicht gestartet. Würde das alles nicht geben. Ja? Er sagt ja heute auch, die geben irgendwie, 70.000 Euro im Monat für Facebook-Werbung aus. Ja. Also, ja. Aber er sagt auch, die geben 70.000 Euro aus und machen damit dann eine Million Umsatz, oder? Sagt richtig, er? Eine Million Umsatz für 70.000. Ja, das ist genau das, wovon ich immer rede. Ne? Wenn man da wirklich sich Mühe gibt und das regelmäßig macht und langfristig das aufzieht, dann kann man das ja schaffen. Ja. Die Regelmäßigkeit hat er mit in den Vordergrund gestellt. Wie lange macht er das schon, Hermann? Insgesamt die Seminare über 25 Jahre, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Boah, krass, ey. Achso, er hat ja seine Geschichte erzählt. Ja. Und dann hat er auch gesagt, er ist ja relativ früh, hat er sich dazu entschieden, Speaker zu werden. Ja. Also, wie gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, mal zu sehen, wie läuft das denn so ab überhaupt. Dann natürlich überhaupt dieses einfach mal machen, rausgehen und es machen. Und ja, eigentlich fand ich, war das so die Kernaussage, dass man gar nicht so viel nachdenken muss. Ja, aber er hat auch gesagt, egal was du heute machst, die Sichtbarkeit ist wichtig. Und wenn die Sichtbarkeit da ist, nur so kann dich heutzutage der Kunde noch finden. Du verkaufst heute nicht mehr, du wirst eingekauft. Und das ist bei fast jedem Produkt. Die Leute gucken nun mal alles im Internet nach. Das heißt, ohne vernünftige Internetwerbung wirst du nicht mehr gefunden. Und wenn du nicht gefunden wirst, ist eigentlich völlig egal, welches Produkt. Es wird einfach von dir dann nicht mehr gekauft. Wenn der Nachbar oder im Ort weiter das dann verkauft, dann kauft der Kunde das da, weil er weiß, er hat es im Internet gesehen. Die Kernaussage fand ich sehr gut. Das bezog sich ja auf die Werbung zum Beispiel bei Facebook. Ja. Wenn man die auslässt, ist man selber schuld. Ja, okay. Habe ich noch nie so gesehen, dass man eingekauft wird heutzutage. Aber das ist ja wirklich so. Ja. Weil die Leute recherchieren im Netz, was gibt es, und suchen sich dann was aus. Richtig. Ja. Ne? Es geht auch keiner mehr einfach in den Laden rein, wenn er etwas sucht. Jetzt mal abgesehen von Haushaltsartikeln von mir aus, aber wenn ich irgendwas suche, gucke ich als erstes im Internet. Ja. Selbst wenn es ein Parfüm ist. Und wenn ich das Parfüm bei Douglas finde, dann gehe ich noch zu Douglas, weil es in Lingen ist. Aber wenn es woanders ist, Flaconi, Amazon oder sonstiges, wenn ich es mir für den gleichen Preis dann oder günstiger sogar noch schicken lassen kann, würde ich den Weg immer gehen. Das heißt, ohne diese Werbung im Internet bin ich nichts. Bin ich im Internet nicht registriert, bin ich nichts. Ich bin einfach nicht mehr für die Zielgruppe existent. Es wird keiner gelbe Seiten raussuchen, um mich im Internet zu finden. Also, ich würde dieses Event Hermann Scherer Live empfehlen, auf jeden Fall für Leute, die so ziemlich am Anfang stehen mit dem, was sie vorhaben. Also wenn jemand sagt, ich möchte mich im Internet irgendwie selbstständig machen oder allgemein selbstständig machen und irgendwas starten, da hat er schon richtig gute Sachen gesagt. Also ich sage auch immer, wenn du Unternehmer bist, dann musst du auch in der Lage sein, dich vor eine Kamera zu stellen und was zu erzählen. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich vor der Kamera habe und für die will ich irgendwie ein kleines Video drehen und die stottern sich halt ab. Ja. Ja.
Das geht einfach nicht als Unternehmer, finde ich. Wobei Sie die Experten in Ihrem Bereich sind, ja, und mit Sicherheit jeden Tag den Leuten alles darüber erzählen. Ja. Und ob wir beide uns jetzt unterhalten oder da eine Kamera mitläuft, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Aber ich habe halt mehr Möglichkeiten, den anderen Leuten zu zeigen, dass ich da bin. Ja, eben. Und das war erst so ein Arschtritt-Tag gewesen, finde ich. Also, gut, also krass, du warst auch einer. Du hast die ganze Zeit die Zitate fotografiert. Das fand ich am geilsten. Die Leute haben immer ihr Handy gezückt bei den Zitaten. Ja. Ja, also fast ganz Leute, die haben sich gar keine Notizen gemacht. Die haben immer nur die Zitate fotografiert. Richtig. Ja, das ist so, was die Leute oft anspricht. Ja. Aber wie viele Leute gehen dahin, gehen jetzt raus und morgen ist alles vergessen? Gut. Aber für mich persönlich auch die Werbemöglichkeiten, die Ideen, die er hatte, wieder vorne mit den Postkarten oder mit den Boxen, Präsente oder kleine Giveaways oder Hilfesachen oder ähnliches zu verteilen. Das mit den Postkarten fand ich super. Man konnte heute Postkarten nehmen aus den Zitateboxen, konnte diese an einen Freund, einen Bekannten schicken. Da kam noch ein Stempel drauf. Hermann Scherer schickt die dann weg, zahlt das Porto, es kommt noch ein Stempel mit drauf und damit habe ich meinen Freund kostenfrei auf das nächste Hermann Scherer Live-Event eingeladen. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil nur wenn der sich anmeldet, hat Hermann Scherer die Daten, weil er kann sie ja nicht von der Postkarte abschreiben und ihn dann anschreiben. Also das heißt, er ist schon darauf angewiesen, diese Postkarte wegzuschicken. Und sowas, um neue Interessenten und Kunden zu gewinnen, habe ich heute das erste Mal gesehen, fand ich sehr cool. Das ist eine coole Idee, ja. Ja. Ich habe mich hier letztens auch mit Goldschmidt getroffen. Die machen ja so viel Drucksachen. Ne? Und da habe ich mich auch mal informiert jetzt über, so, welche Möglichkeiten hat man, Newsletter noch offline zu versenden. Also der klassische Werbebrief und so. Ich denke, das wird auch wieder kommen in den nächsten Jahren. Also das ist so eine Sache, mit der ich mich in den letzten Mal befasst habe. Ja gut, also wie gesagt, spannendes Event und lohnt sich auf jeden Fall, wenn du Unternehmer bist, dich selbstständig machen möchtest und einfach mal ein paar Denkanstöße brauchst. Ich finde, man darf aber nicht den Fehler machen und dann nur noch jedes Wochenende auf irgendwelche Seminare und Workshops rennen und sich dann totdenken. Das hat er auch gesagt, also ja, du musst auch einfach mal machen. Ne? Wenn du dich totdenkst, dann das gefühlst du gar nichts. Den Spruch fand ich sehr gut. Viele feilen so lange an ihrer perfekten Sache, an dem perfekten Auftritt, an der perfekten Positionierung, dass sie mit einer Feile in der Hand sterben. Ja. Fand ich sehr, sehr gut beschrieben. Oder wie es ein anderer Podcaster ja mal sagt, lieber eine Mittelmäßigkeit und damit beginnen und dann besser werden, als mit der Perfektion zu sterben. Das bringt nämlich gar nichts. Absolut.